Ah, okay, krass. So schnell geht es also, das Licht zu versetzen. Nice. Und auch die Hautbearbeitung. Mensch, mit 3 Klicks bin ich schon wieder durch. Krasser Scheiß. Faszinierend. Faszinierend. Sehr, sehr faszinierend. Ich habe jetzt vor kurzem eine Hyperlapse entdeckt, die ich so vorher noch nicht gesehen habe. Wobei, ich habe schon viele fette und tolle Hyperlapses gesehen. Aber über Los Angeles und in dieser Form, nein, so würde ich behaupten, habe ich noch keine Hyperlapse gesehen. Denn die Übergänge von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hin zu Mondaufgang, Monduntergang und so weiter und so fort sind leidenschaftlich perfekt umgesetzt, dass man diese 2 Minuten, diese knapp 2 Minuten einfach genießt und sich denkt, oh, da wäre ich auch gerne. Und dieses Ergebnis entstand nur, weil Vadim Trisyschenko sich gesagt hat, ich knüppel jetzt 2 Jahre lang komplett durch, um mein Meisterwerk zu erschaffen, was die Leute berührt, wo die Leute die Augen nicht mehr von wegkriegen. Und irgendwie hat er es auch wirklich geschafft. Denn bei diesen Bildern, die er uns dort präsentiert, kann man einfach nicht anders, als die geballte Ladung der Emotionen, die er rüberbringt, zu verarbeiten und einfach mit dem Auge dran zu bleiben. Das ist schon sehr, sehr krass. Und er selbst sagt, dass er sehr, sehr viel Leidenschaft, sehr, sehr viel harte Arbeit reingesteckt hat und zudem auch während der Aufnahmen bzw. auch während der Bearbeitung eigens entwickelte Techniken an den Mann gebracht hat, um genau das zu erschaffen, was er hier erschaffen hat. Also ich zolle ihm großen Respekt dafür, denn diese Hyperlapse, ja, die kann man sich auch mehr als einmal angucken. Was hältst du denn von dieser Hyperlapse? Post es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Was passiert wohl mit deinem Gehirn, wenn ich ihm jetzt 2 Hashtags vorgebe? Wie zum Beispiel Hashtag Stacheldraht im Honig und Hashtag Zuselwusel. Das mag sich jetzt mit Sicherheit sehr, sehr kurios anhören und ja, das ist es eigentlich auch. Natürlich würde ich jetzt auch gerne wissen, was gerade in deinem Kopf vorgeht, wenn du diese beiden Hashtags im Kopf hast und woran denkst du als erstes? Schreib es mir einfach unten in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass es sind 2 Bildstile. Dazu gibt es 2 Fotografen. Und hinzu kommen nochmal, ich habe leider keine dritte Hand, nochmal 2 Models. Am Ende heißt das ein 11-stündiger Workshop, der in Kühlsheim am 21.11.2015 stattfinden wird. Und hier sind wirklich 2 wunderbare Fotografen mit am Start. Zum einen 17 Grad Fieber, der auch gerade meinen aktuellen Fotowettbewerb sponsort. Auch da solltest du auf jeden Fall mitmachen. Und zum anderen die Fotoanstalt. Und was will man eigentlich mehr, wenn man diese beiden Fotografen neben sich stehen hat und die mit einem wirklich tolle Fotos machen? Zum einen erfährst du selbstverständlich von beiden jeweils den Workflow. Wie geht der Fotograf an dieses Shooting heran? Wie baut er sein Set auf? Und selbstverständlich, was nutzt er alles, um am Ende ein wirklich wunderbares Bild zu schießen? Aber nicht nur das, dann im Anschluss erfolgt jeweils eine Bearbeitung am PC mit Hilfe von Photoshop und eventuell Lightroom. Das heißt, auch dort wirst du nochmal sehen, wie 17 Grad Fieber oder aber auch die Fotoanstalt ihren Workflow vorantreibt, um am Ende das Bild überhaupt auf dem PC, im Fotobuch oder sonst wo zu haben. Es lohnt sich definitiv, das Ganze kostet dich 169 Euro und findet wie gesagt in Kühlsheim statt von 9 bis 20 Uhr 11. Stunden purer Fotografie-Orgasmus oder Fotogasmus, je nachdem, wie man es betiteln mag. Also ich bin kurz davor, also würde ich mich beeilen, auch einen Platz zu kriegen. Oh ja, oh ja, oh ja. Für viele Fotografen, egal ob Anfänger oder Hobbyfotograf oder eventuell auch Fortgeschrittene, ist es ja manchmal gar nicht so einfach, das perfekte Bildbearbeitungsprogramm herauszufinden. Du hast die Auswahl zwischen Photoshop, Capture One, Lightroom und vielen, vielen anderen Bildbearbeitungsprogrammen, mit denen man wunderbare Fotos entstehen lassen kann. Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn du in der Porträtfotografie tätig bist, beziehungsweise eigentlich gerne nur Porträts schießen möchtest und dir die Regler in Lightroom oder auch die Arbeiten in Photoshop viel zu lange dauern und du einfach nicht so wirklich damit klarkommst? Dann gibt es jetzt wirklich ein Programm, das nennt sich Portrait Pro 12. Und in diesem Programm hast du die Möglichkeit, nicht nur die Farbkorrektur auf der Haut zu verbessern oder eventuell eine Gesichtsverformung anzulegen, beziehungsweise Gesichtserkennung mal anders zu erleben. Und am Ende kannst du sogar das Licht
versetzen. Also das heißt, nicht mit irgendwelchen Airbrush-Sachen oder so, sondern du kannst sagen, dass das Licht auf der Nase vielleicht doch nicht auf der Nase sein sollte, sondern mehr auf der rechten Wange oder auf der linken Wange. Also du kannst im Nachhinein einfach die Belichtung nochmal ganz anders setzen, als sie auf deinem Foto schon gewesen ist. Das ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Vorteil und dieses Programm erweckt doch schon so ein bisschen Neugierigkeit bei Das mir. sind doch Also drei verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Zum einen die billigste, die kostet so 70 Euro, momentan 40 Euro, weil sie im Angebot ist. Dann gibt es zwei weitere Varianten, die natürlich preishöher gelegen sind, aber auch mehr Features beinhalten. Braucht man das? Ist natürlich so eine Geschichte, aber am Ende kann man dann doch schon sagen, dieses Programm hat irgendwas an Und ich sich. denke, gerade für Einsteiger ist dieses Programm wirklich sehr nützlich, sofern man sich nicht unbedingt mit Lightroom, Photoshop, Capture One oder sonstigem auseinandersetzen möchte, sondern einfach nur mit kurzen, einfachen Klicks zum Endergebnis kommen möchte, um am Ende wirklich ein wunderbares Porträt zu erzielen. Ob sich das Geld lohnt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Deshalb solltest du dir unbedingt diese Software mal runterladen und antesten. Link gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich kann dir jetzt schon versprechen, es könnte wirklich, also nur für die Porträtfotografen bzw. die Menschen, die fotografisch sich nur an Porträts orientieren bzw. in der Porträtfotografie tätig sind, es könnte doch schon, ja, es könnte, muss aber nicht. Ob ich mir jetzt dieses Programm kaufe, glaube ich ja weniger, denn ich arbeite natürlich sehr, sehr gerne mit Photoshop und das schon seit Jahren, aber auch sehr, sehr gerne mit Lightroom. Von daher ist das für mich nicht so relevant. Aber wie gesagt, für den Einsteiger könnte das Programm durchaus gut sein. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, mal die Testversion herunterzuladen, um zu gucken, ob das Programm auch wirklich für dich geeignet ist. Selbst der Workshop mit 17 Grad Fieber und die Fotoanstalt unbedingt, wirklich unbedingt gucken, ob du nicht dabei sein willst. Und am Ende kann ich nochmal sagen, denkt an meinen Fotowettbewerb, der läuft und auch da gibt es unten in der Videobeschreibung natürlich den passenden Link. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann selbstverständlich den Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teile das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotouniversum abgeht. Und dann geht es hier an der rechten Seite selbstverständlich zu zwei weiteren Fotovideos, die auch sehr, sehr interessant sind. Auch da nochmal reinschauen. Es lohnt sich definitiv. Für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns am Sonntag schon wieder. Bis dato, halt die Ohren steif, mach nicht so doll. Ciao, ciao.